Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten. Letztes Mal haben wir Joey und Tia befreit. Befreit. Slang, ja. Und dieses Mal schaue ich jetzt gerade mal, wo ich hin muss. Rede ich glaube mal mit Yugi. Ja, ja. Okay, ja. Ja. Joey braucht seine Locator-Cards noch alle. Derweil müssen wir... Nein, hier nicht. Ich will ins Aquarium, genau. So. Hier sind wir Mai und diesen Typen. Dieser Typ ist angeblich Mais Verlobter. Er sagt, wenn er das Duell gewinnt, dann darf er Mai heiraten. Gegen Mai natürlich. Mai hat aber keinen Bock, auf Deutsch gesagt, und überlässt uns das Duell. Sagt natürlich, ja... Er ist ein Anfänger und den schaffen wir eh mit verbundenen Augen und mit der rechten Hand auf dem Rücken. Und naja, schauen wir mal, wie schwer wir uns tun. Ja. So. So, packen wir's. Gleich mal eine gute Karte bekommen. Finde ich schon sehr gut. Und gleich noch eine, ja, ich hab nichts mehr. Und dann gleich mal voll reingerannt. Naja. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich denke mal, da fehlt jetzt nichts mehr. Das müssten wir eigentlich schon gewonnen haben, das Duell. Da mache ich mir jetzt... keine Sorgen. So. Kann ich ja theoretisch genau. Haha. Das habe ich aber jetzt gut gemacht, muss man sagen. Ha. Perfekt. So. Angriff. Und so, deine Verteidigung hilft dir sowieso nichts. Gleich mal voll drauf. Da und diese. So. Jawohl. Und so. Ah, ja. Mach mein Monster kaputt. Mach ich dich kaputt. So, das war's. Und dann können wir auch schon wieder weitermachen. Ja. So. Ja. Ja. Seine geliebte Mai, ja. Schlimm, sag ich da nur. Schlimm. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob Joey schon da ist. Nö. Wenn ich mit allen rede, dann auch nicht. Dann muss ich... Wo muss ich jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Ich weiß das jetzt auch nicht so genau. Ich muss jetzt mal... schauen. Okay. Ja. Also zu bauen schon mal nicht. Wo dann? Ja. Versprich mir, ja, klar. Verspreche ich dir, dass ich gewinne. Denn sonst können wir das Let's Play nicht abschließen, Rex. Nein, hier müssen wir auch nicht. Aber ich rede mal kurz mit Marco. So. Ja. Hi. Ja. Wir müssen hier hin? Nö. Dreck. Wo müssen wir dann hin? Dann müssen wir hier hin. Auch nicht. Toll. Super. Keine Ahnung vom Spiel wieder mal. Toll, Hagel. Das kannst du also auch nicht. da muss ich hier längs. Was habe ich jetzt? Ha! Alles geplant. Ich wollte doch nur ein bisschen das Let's Play künstlich in die Länge ziehen.
Was denn sonst? So, das ist Ishizu. Sowas kann ich mir merken. Ishizu Ishida. Sie ist die Schwester von Marik Ishida. Und sie fordert uns jetzt zu einem Duell heraus, ob wir würdig sind, die Götterkarte anzunehmen, beziehungsweise die Götterkarte zu erhalten. Ich kann schon mal sagen, das wird nicht das einzige Duell um die Götterkarte. Kann ich schon mal spoilern, ausnahmsweise, mache ich ja sonst nicht. Das nächste Duell wird dann sein gegen Seto Kaiba. Und ja, schauen wir mal einfach, dass wir das hinbekommen. So schnell wie möglich. Da gibt es ein Problem jedoch. Wenn wir gegen Ishizu gewinnen und gegen Kaiba verlieren, hat das zur Folge, dass wir alles nochmal machen müssen. Das bedeutet, den Kampf gegen Ishizu und dann nochmal gegen Kaiba gewinnen. Und deswegen schneide ich das einfach mal raus. Wenn ich gegen Ishizu schon gewonnen habe, dann müsst ihr mir es verzeihen, wenn ich dann den Kampf gegen Ishizu schon mal rausschneide und dann wieder bei Kaiba einsteige. Das ist im Ermessen aller, würde ich sagen. Ja, so, hat man schon gesehen. Gleich mal verloren beim ersten Mal, aber ist ja nicht so tragisch. Wir haben ja schon mal Zeit. Also, Zeit haben wir genug. So. Ja, die erzählt auch noch das gleiche den ganzen Tag. Ja. So, endlich hat die mal Serien aufgehört. Gehört. Damit wir da endlich mal anfangen können. So. Was gibt's sonst zu erzählen? Die PlayStation 3 für alle PlayStation 3 Freunde wird, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, in neuen Farben veröffentlicht. Und zwar sind diese weiß, blau und rot. Hab schon mal ein paar Bilder gesehen. Gefallen mir gut. Ja, kann man nicht meckern. Also die Farben sind wirklich schön. Mal was anderes. Denn früher, also das heißt früher, vor ein paar Jahren, als die PS2 noch aktuell waren, da könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, da gab es ja zwei verschiedene Modelle. Und zwar zum einen die PlayStation 2 in Schwarz und zum anderen gab es dann die PlayStation 2 in Silber. Und das hat man natürlich jetzt noch nicht gehabt bei der PlayStation 3. Da hat man seit eineinhalb Jahren, zwei Jahre dieselbe Farbe und die ist schwarz. Hätte man sich vielleicht auch früher überlegen können, damit man gleich mal ein paar Farben gleich von Beginn an mit einfügt. Hätte bestimmt ein paar gefreut, wenn das der Fall gewesen wäre, aber naja. Jetzt ist natürlich auch schon wurscht, weil die mehreren haben jetzt schon ihre PS3 und werden sich nicht aufgrund der neuen Farben gleich eine neue PS3 kaufen. Also das bezweifle ich jetzt mal stark und wäre schon so, ja, so idiotisch und würde sich dann, obwohl er eine funktionierende gute PS3 zu Hause hat, die vielleicht noch nicht mal alt ist, wer würde sich dann ernsthaft eine neue kaufen, nur weil es die PlayStation 3 dann in Blau, Rot oder Weiß gibt? Also da fragt man sich schon, was sich die Entwickler dabei eigentlich gedacht haben. Aber naja, jetzt müssen wir erstmal dieses Duell gewinnen. Schaut ja eigentlich recht gut auf. Aber naja. Da machen wir jetzt keine Gedanken drum, denn wie gesagt, wenn irgendwas ist, dann schneide ich es einfach raus und naja,
kriegen wir irgendwo, irgendwie kriegen wir schon hin. Haben wir ja des Öfteren schon hingekriegt. Und das machen wir schon. So. Übrigens, für Xbox 360 Besitzer und Liebhaber, People Can Fly arbeitet an einem neuen Gears of War. Wer das Spiel kennt, für den würde es interessant sein, denn gestern wurde ein Titelblatt der neuen Ausgabe des Game Informers bekannt gegeben, dass auf der E3 ein neues Gears of War vorgestellt wird. Also nun hat der Präsident von Epic Games bekannt gegeben, dass das Studio, das hinter Bulletstorm steckt, den neuen Gears of War Titel entwickelt. Mike Caps hatte heute auf seinem Twitter-Account folgend geschrieben, also bevor der Tweet mysteriöserweise verschwand. Do I detect People Can Fly Involvement? Yes, yes, yes. People Can Fly hatte in der Vergangenheit außerdem den ersten Gears of War Titel auf den Computer portiert. Eine recht schöne Sache. Ich kenne das Spiel zwar nicht so, aber ja, wie gesagt, für Xbox 360 Liebhaber und Besitzer vielleicht mal ganz okay, wenn man da mal reinschaut. Vielleicht mal auch ein paar kaufen, je nachdem. So, jetzt machen wir jetzt mal, weißt du Bescheid? Nein, jetzt machen wir ein bisschen Deckkosmetik. Ich werde mein Deck später nochmal umstellen, falls das gar nicht hinhaut mit Ishizu und Kaiba. Dann stelle ich das Deck um und dann mache ich das natürlich offscreen und dann mache ich einen Cut und dann geht's weiter. Und so viel, ich hoffe doch, dass wir dann gleich durchkommen. Naja. So. Des Weiteren nochmal. Für die Xbox 360, PC und was weiß ich, für die PS3 wahrscheinlich auch. Die Demo zum Tactics-Shooter Sniper Elite V2 von 505 Games ist bereits freigegeben. Und für mehr Eindrücke haben wir so ein neues Making-of-Video. In diesem Video gehen die Entwickler ausführlich auf den Entstehungsprozess des Spiels ein, erläutern hierbei eine Vielzahl überaus interessanter Hintergrunddetails. In diesem taktischen Shooter ist man auf den Spuren des amerikanischen USS-Agenten, der undercover arbeitet. Und dieser verfolgt seinen Gegner durch historisch belegte Orte in der Schlacht um Berlin um das Geheimnis des deutschen V2-Raketenprogramms aufzudecken. Bestimmt nicht verkehrt. Das Spiel meine ich jetzt. nicht, was da damals war. Vielleicht ein Blick in die Demo wert. Und naja. So. Das sind wir schon beim Duell gegen Kaiba. Schauen wir mal, wie lange das jetzt dauert. Naja. Hoffentlich nicht allzu lange. Ich befürchte es aber, dass ich jetzt gleich mehrere Cuts setzen muss. Nochmal zum anderen Thema. Für PS3-Besitzer. Wächter von Mittelerde. Wenn jemandem das was sagt, dann freut euch. Warner Bros. Veröffentlichte heute ein erstes Trailer zum frisch angekündigten MOBA-Titel Wächter von Mittelerde. Zwar gab es nur Render-Szenen, aber wirklich sehr sehenswert. Habe ich den Trailer auch angesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Kann man bestimmt mal reinschauen in den Trailer. Einfach Wächter von Mittelerde und dann seid ihr auch schon da.
Ja, in was geht's in diesem Spiel? In welcher Bundesliga treten zwei Teams mit bis zu 5 Spielern in Mehrspielerkampfarenen gegeneinander an, die auf ein bekanntes mittelirdische Opfer basieren? Die Spieler schlüpfen in die Rolle von mehr als 20 Kultcharakteren, darunter Gandalf, Sauron, Gollum, Tran und viele andere unbekannt, und bekämpfen einander in PvP-Matches, das bedeutet Player vs. Player. Also neben einem integrierten Sprachkommunikationssystem steht dem Spieler ein umfassendes Online-Statistik- und Bestenliste-System zur Verfügung, durch das sie verschiedene Leistungen, Siege, Niederlagen ihrer Freunde verfolgen können. Hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Also da kann man jetzt nichts sagen dagegen. Und ja, Cosmo-Königin, ja. Kennen wir alles schon. Ja. So, jetzt kommt der Kampf mit Kaiba. Der schwierigere der Kampf. Einfach aus dem Grund, da wenn wir das Duell... Wir stehen unter einem gewissen Druck, muss man hier sagen. Wenn wir das Duell verlieren, dann müssen wir natürlich den ganzen... Entschuldigung, Kack. Nochmal machen. Und das möchte ich jetzt irgendwie vermeiden. Was verständlich ist. Gut, außerdem möchte ich Kaiba recht gerne eins hereindrücken. Spielt ja in der Serie, die ich auch leidenschaftlich geguckt habe. Das Arschloch, muss man jetzt mal so sagen. Und naja. Mir hat die Serie gefallen, so viel dazu. Also ich habe die Serie bis in die GX-Reihe angesehen. Ab da wurde es dann irgendwie komisch. Das war für mich nicht mehr Yu-Gi-Oh! Das war einfach nicht mehr Yu-Gi-Oh! Nicht mehr das, was es mal war. Denn Yu-Gi-Ohs Markenzeichen war natürlich Yu-Gi-Moto. Und da gab es den nicht mehr. Deswegen hat es mir dann auch nicht mehr gefallen, ganz einfach. Aber naja, muss ja natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Irgendwann habe ich dann ganz aus den Augen verloren. Aber naja, da lassen wir uns jetzt nicht davon abhalten. Die erste Staffel habe ich übrigens noch geguckt von GX. War ganz okay, aber wie gesagt, einfach nicht dasselbe. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Duell noch irgendwie zurückbiegen können. Denn momentan ist der Kaiba extrem am Zug. Kackmonster. Ah, Mann. Wie war das mit den öfteren Anläufen? Tja. Wie gesagt, wird mir bestimmt ein bisschen passieren. Aber wie gesagt, kein Problem, denn ich schneide es ja eh raus und dann passt das schon. So. Ja. Duell ist sowieso verloren. Da. Schade, denn er hätte nur noch um die 2500 Lebenspunkte gehabt, aber. Naja, ist jetzt auch schon egal. Verloren ist verloren. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin Hagel. Bis gleich und tschüss.